herzlich willkommen beim Firefly Cast. Wir sind hier bei Folge 0. Mit mir hier sind der Hoaxmaster Alex. Hallo. Hallo, hallo. Wunderschönen guten Abend oder hallo, wenn ihr das auch mal hört. Guten Morgen, wie auch immer. Und der großartige Basti Schlingel-Wölfle. Hallo. Guten Tag. Wir wollen euch heute ein bisschen erzählen, was wir mit diesem Podcast vorhaben und wer wir eigentlich sind. Ich fange einfach mal bei mir an. Ich bin Arne, ich mache so den Dirty Minutes Left Podcast und habe mir gedacht, diese Fernsehserie Firefly ist ganz nett und wir haben einfach keinen deutschen Podcast bislang dazu und dann muss ich halt mal selber einen machen. Und da haben zum Glück der Basti und der Alex gesagt, großartig, wir machen einfach mal mit und jetzt sitzen wir hier zu dritt und reden für euch über diese Serie und erzählen uns so, was uns dazu einfällt. Und was es sonst so zu wissen gibt. Ja, ich bin schon sehr gespannt, weil ich glaube, ich habe ja viel weniger Ahnung als ihr. Und da bin ich auf jeden Fall mal schon gespannt, was ich von euch noch lernen kann darüber. Wo ich mir dann sage, Mensch, das habe ich gar nicht gemerkt. Und weil es ist ja schon meine absolute Lieblingsserie. Und da bin ich mal gespannt, was man noch entdecken kann. Und du bist wer? Ach ja, Mensch, wir kennen uns ja noch nicht. Ja, ich bin der Basti, ihr habt mich vielleicht schon mal gehört, vielleicht auch noch nicht, zum Beispiel bei Bits und so gesehen, bei Digital Upgrade oder gehört beim Slowcover Podcast oder mal bei Savoir Vivre oder ja, irgendwo, wo Mikrofone im Internet stehen, hat man mich vielleicht schon mal gehört. Genau. Und wer den Bastian dann nicht gehört hat, der hat dann an anderer Stelle mich vielleicht gehört. Ja. Also ich bin der Alexander von Hoaxilla. Und bevor ihr den Arne schlagt, vielleicht weiß der Arne gar nicht, dass ich eigentlich doch gesteigert Wert darauf lege, Alexander genannt zu werden und Alex gar nicht so gern habe. Oh, sorry. Aber das ist gar nicht schlimm. Das ist alles gut. Wir lernen uns ja hier auch gerade kennen im Podcast. Ja, ich bin auch wesentlich bekannter, glaube ich, unter dem Kunstnamen Hoaxmaster, den ich habe, weil ich seit ein paar Jahren den Hoaxilla-Podcast mache. Und mache auch einige andere Podcast-Produktionen, bin immer so für das wissenschaftlich-kritische Denken, das will ich immer vorantreiben, finde Wissenschaft total toll, aber ich bin halt auch ein totaler Super-Nerd und mag Science-Fiction sehr, sehr gerne und Firefly ist eine der Serien, die ich auch richtig, richtig gut fand. Ich bin aber auch jemand, der fast alle Sci-Fi-Serien gesehen hat, so die größer und bekannter sind und bin selber sehr traurig, dass Firefly so schnell dann doch vorbei war. Auf das Ende von Firefly werden wir sicherlich irgendwann eingehen und für mich als gelernten Psychologen, der ich ja bin, das habe ich auch vielen, vielen Jahren mal studiert, finde ich auch die Charaktere und die zwischenmenschlichen Dinge, die da stattfinden in dieser Serie und wie sie dargestellt werden, ganz spannend und das wird, glaube ich, auch so ein bisschen mein Beritt hier im Podcast sein, das mal zu beleuchten. Alexander, wie bist du denn zu Firefly gekommen? Wie ich zu Firefly gekommen? Ich bin relativ spät zu Firefly gekommen. Ich habe den ersten Hype gar nicht so mitgekriegt und habe immer nur mitgekriegt, dass alle Leute über Firefly geredet haben. Und bin dann tatsächlich, das ist ganz witzig, in den Kinofilm Serenity mitgegangen, weil jemand sagte, lass uns mal den Kinofilm gucken. Bin da reingegangen und habe einen Sci-Fi-Film gesehen, der irgendwie anders und ungewöhnlich war, aber ich habe überhaupt gar nichts gerallt. und habe dann verstanden irgendwann, dass das eigentlich das Finale einer mehrteiligen Fernsehserie gewesen ist und dass das nicht so ungewöhnlich ist, dass ich das nicht so wirklich gerallt habe, um was es da geht. Ja, klar. Und habe dann im Nachhinein, nachdem ich im Kino Serenity gesehen habe, die Serie geschaut, habe das dann mit großer Begeisterung getan und habe dann nochmal danach den Kinofilm gesehen und dann machte das irgendwie alles mit einem Mal Sinn. Und das ist so 3-4 Jahre vielleicht her. Ist tatsächlich mal spannend, das aus der Richtung zu hören, weil ich habe natürlich ich habe die Serie vorher gesehen und dann den Film und da hat das alles Sinn gemacht. Da war das dann so halt irgendwie da reden wir sich auch nochmal drüber, irgendwie ein Abschluss dazu und dass man das dann gar nicht kapieren würde, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Also dass einem dann so viele lose Enden dann um die Ohren gehauen werden, ja. war mir gar nicht bewusst. Man sieht übrigens gerade ein interessantes Phänomen von Zeitkomprimierung. Der Film war 2005, das heißt, das kann nicht ein paar Jahre, es muss dann also schon auch 9 Jahre her gewesen sein. Ja. Heiliges Leben, ja, okay. Also bei mir ist es tatsächlich alles noch viel später her. Ich bin Arne. Ich habe den Film nämlich zuerst auf DVD gesehen und war ein bisschen alkoholisiert, als ich den sah und dachte mir, das gehört einfach alles so. Und dachte mir dann, Mensch, das ist ja relativ geil, da könnte man ja eine Serie draus machen. Cool. Und dann gedacht, gibt's ja. Und dann habe ich das aber trotzdem irgendwie weitere 5 Jahre oder so vor mir hergeschoben.
und habe dann erst vor 2-3 Jahren diese Fernsehserie sehr, sehr langsam geguckt, weil ich genau wusste, dass sie total gut ist und dass es nicht viel davon gibt. Und deswegen habe ich mir das halt aufgespart für schöne Abende. Und habe die Serie dann auch halt relativ schnell lieben gelernt und freue mich jetzt, da Podcast drüber zu machen. Ja, dann bin ich ja wohl der tatsächlich der alteingesessene Firefly-ist. Also ein sehr guter Freund von mir hat damals so 2002, 2003 gesagt, boah, guck mal, Firefly ist voll gut, schau dir das mal an. Da habe ich dann damals reingeguckt und habe am Anfang, wir werden da sicher auch nochmal drüber, also ich denke, so viel kann ich vorwegnehmen, der Anfang der ersten Folge ist gar nicht so gut zu verstehen, besonders wenn man jetzt nicht da irgendwie jeden Tag Englisch gesprochen hat zu der Zeit, dann tut man sich da ein bisschen schwer, wenn man das auf Englisch anguckt. Mhm. Und wenn man das jetzt irgendwie auf Notebook-Lautsprechern anguckt, macht es auch nicht wahnsinnig viel besser, weil da ist auch noch viel Lärm und viel Rumgeschrei und dann wieder leise und so weiter. Und da habe ich kurz angefangen, das anzugucken, habe dann wieder gesagt, naja, das ist mir viel zu anstrengend und habe es gelassen und habe dann so ein halbes Jahr später habe ich es nochmal versucht. Und habe dann so die erste, nachdem man so die erste Viertelstunde überlebt hat von der ersten Folge, dann oder ersten 5 Minuten sind es, glaube ich, und dann ändert sich plötzlich sehr, sehr viel. Und das hat mich dann sofort in meinen Bann gezogen, weil das so ganz anders war, wie so, wenn man so Star Trek gesehen hat, was man so mit Sci-Fi verbindet irgendwie so. Das ist so der Star Trek, Star Wars sind solche Sachen, das ist so Vorzeige Sci-Fi, oder war so Vorzeige Sci-Fi bis dahin. Und das war so ganz anders und das war noch viel abgefahrener als Farscape zum Beispiel. Und das hat mich dann total in den Bann gezogen und naja, es war ja nicht viel, was man da gucken konnte und dann kam 2005 der Film, den habe ich dann gesehen und war dann ganz begeistert, dann habe ich die Serie nochmal angeguckt und dann habe ich die mit meiner Frau nochmal angeguckt, die auch total begeistert war davon und dann, der hatte ich vorher nicht gesagt, dass es nur so wenige Folgen gibt und die war dann so, oh ja super, erste Staffel rum und wann schauen wir die zweite an? Und ich so, ja, das war's dann auch so. Da war sie dann ziemlich beleidigt. Erstmal mir, obwohl ich jetzt ja nicht direkt was dafür konnte, aber so läuft es halt manchmal. Und ich habe sie dann inzwischen nochmal angeguckt und jetzt bin ich auch gerade nochmal mal wieder zum 4. oder 5. Mal dabei, die Serie wieder anzuschauen, damit ich hier so ein bisschen so tun kann, als hätte ich Ahnung. Diese Serie anschauen ist übrigens ein gutes Konzept. Also wir haben uns diesen Podcast so vorgestellt, dass wir halt die Folgen folgenweise besprechen. Ja. Und dafür lohnt es sich, die Serienfolgen vorher gesehen zu haben, damit ihr auch wisst, worüber wir reden, also ihr Zuhörer. Und wir planen dann aber nicht, nach den 14 Folgen aufzuhören, sondern wir besprechen dann nach den Film und danach noch, was es sonst so alles gibt. Es gibt zum Beispiel noch ein paar Comics und wenn wir soweit sind, ist vielleicht auch das geplante Online-Videospiel dazu draußen und es gibt auch ein Brettspiel. Da müssen wir dann mal gucken, was das alles so noch Interessantes aus diesem Universum gibt. Und ich würde auf jeden Fall die Folgen vorher anschauen, weil, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann nicht versprechen, dass ich nicht spoilern werde. Ja, das ist klar, also, macht sinnvoll zu das, gucken. Da wir muss werden man es sich, auf jeden Fall spoilern, ja. Natürlich. Wir müssen ja wir besprechen ja die Folgen auf unser Verständnis hin und dafür bleibt das nicht aus. Genau, also am besten vorher angucken, dann ist man nicht enttäuscht, wenn man schon was erfahren hat. Genau. Und das macht es auch einfacher zu verstehen. Und wir werden, glaube ich, nicht die meisten Hidden Facts runterbeten. Also das, was man als Audiokommentar oder irgendwo anders lesen kann, wollen wir eben nicht machen, sondern den persönlichen Blick auf die Serie von uns dreien reinbringen. Das haben wir im Vorgespräch auch so festgelegt. Insofern. Ach, schade, jetzt habe ich mir gerade die Wikipedia ausgedruckt. Die gesamte. Ja, ja, natürlich. Also all diejenigen, die abhaken wollen, ob wir denn alles erfüllt haben, was es zu entdecken gibt, das wird gar nicht das Ziel dieses Podcasts sein, sondern so eine ganz individuelle Sicht auf die Serie, damit ihr auch wisst, was euch dann demnächst erwarten wird. Wobei ich natürlich nicht versprechen kann, dass ich nicht irgendwas sage, was in irgendeinem dieser Audiokommentare zum Beispiel genannt wurde, weil ich gar keine Ahnung habe, wo ich mein obskures Fachwissen eigentlich herbeziehe. Ja, das war klar, aber kein Abarbeiten. Habt ihr die Serie Angriff Deutsch oder auf Englisch geguckt? Also du hast es ja schon angedeutet, Bastian, dass du sie dann auf Englisch eher geguckt hast, ne? Ich habe sie, als ich mit meiner Frau geschaut habe, habe ich sie, glaube ich, auf Deutsch gesehen, aber sonst habe ich sie immer auf Englisch gesehen. Ich habe sie tatsächlich nur auf Englisch gesehen bislang. Ich habe sie anfänglich auf Deutsch geguckt, weil ich irgendwann mal eine Fernsehausstrahlung mir dann so aufgezeichnet habe und dann im Nachhinein angeschaut habe. Und fand es da auch so mittel. Und als ich dann irgendwann die DVDs hatte und das auf Englisch geguckt habe, war es deutlich besser tatsächlich nochmal.
Ist leider so. Ist halt, ich habe halt das Glück, dass ich die Serien auf Englisch gucken kann. Für all diejenigen, die das nicht können, klingt das dann immer furchtbar schnöselig, wenn man sagt, das Original ist viel besser. Aber leider ist das in den allermeisten Fällen dann doch so. Wobei ich jetzt die deutsche Synchro nicht als so grottig in Erinnerung habe. Also es gibt deutlich grottigeres. Man gewöhnt sich ja auch an alles, das ist ja das Schlimme. Also ich kann inzwischen auch so Folgen Big Bang Theory, wenn die irgendwie laufen, dann finde ich es nicht mehr total furchtbar. Also anfangs war das schlimmer. Ja, schau, da gewöhne ich mich zum Beispiel einfach nicht dran. Das finde ich so daneben und schrecklich. Also da fand ich jetzt die deutsche Synchro erträglich irgendwie, aber es ist natürlich tatsächlich nicht so gut wie das Original, wie in leider so vielen Fällen. Also wir werden wahrscheinlich auch so Zitate, ich habe dieses Firefly is Celebration Buch, und da steht halt der komplette Dialog des Films auf Englisch drin. Also wenn wir tatsächlich mal irgendwie Dialogszenen brauchen, dann werde ich die wahrscheinlich auf Englisch rezitieren. Sehr gut. Und dann wird Bastian sie simultan übersetzen. Genau, auf Russisch. Ins Bayerische. Ja, für alle. Gut, also freut euch auf das, was da kommt. Bleibt uns gewogen. Sagt all euren Freunden, die Firefly mögen oder noch nicht mögen, dass sie die Serie auf jeden Fall nochmal gucken sollen und den Feed abonnieren. Genau. Und wir werden wahrscheinlich monatlich sein. Ne? Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Ne? Das ist der ursprüngliche Plan. Ne? Genau. Wir werden monatlich unregelmäßig eine Folge rausbringen. Das ist die Idee. Genau. Ich bin gespannt. Damit ihr auch lange was davon habt, weil es gibt ja tatsächlich nur diese 14 Folgen und es ist auch nicht abzusehen, dass sich das ändert. Ja. Deswegen... Freut euch drauf. Der kann schon sagen, dass er ein ganzes Jahr lang über Firefly geredet hat. Wir werden das können. Genau. Genau. Ein Jahr lang. Dann gehabt euch wohl. Bis bald. Und wir freuen euch schon, bei Firefly Cast grüßen zu dürfen. Genau. Gut. Bis zur ersten Folge. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.